Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Folge mit einer etwas bitteren Note hier beendet. Sektor 7 ist futsch. Ja, die Platte ist voll im Meer runtergefallen und guck mal da, man sieht ja jetzt auch den Himmel. Ne? Stimmt da jetzt, weil die Platte runtergeplumpst ist und ja, fast alle Mitglieder von Avalanche begraben hat. Also Jesse, Biggs und Wedge. Der letzte, der noch versucht hat, seine Katzen zu retten. Und ja. wisst ihr eigentlich, wie schwer das war, das die ganze Zeit geheim zu halten, dass die irgendwann verrecken? Und ja. Ich habe aber versucht, so gut wie möglich nur in den letzten Parts so irgendwie darauf hinzuweisen. Ich glaube, ich habe den ganzen immer irgendwie gesagt, komm, lass die retten, bevor die sterben. Das meinte ich jetzt nicht in dem Sinne von, aber wir müssen die retten, bevor die nur drauf gehen, sondern kommen wir gehen die retten, weil die werden irgendwann sterben. Und da habe ich versucht, so ein bisschen vorzuschadowen, aber ja, war vielleicht nicht so deutlich. Und ja, wir haben ein paar neue Sachen gestohlen von den Turks hier. Ach, vier Dinger, aber drei hat das besser als das, was er jetzt hat. Nee, ne? Doch, nee. Die magische Abwehr senken und das hier, das hat, oh, warte mal, das hat zwei und das ist allgemein in allem besser, was sie jetzt hat. Und also einen sicheren Schutz bietet, das heißt, sie kann jetzt wieder eine Materie hier zusätzlich nehmen. Erst noch mit einer pinken Meister der Gegenstände. Also, was. Wenn man sich den letzten Kampf so angesehen hat gegen Reno und Root, dann ja, ich glaube, Effekte von Waffen, von Items hoch zu leveln, wäre vielleicht nicht so schlecht. Ne? So, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Wert geht, den man pushen soll, um Stehlen irgendwie, weil nicht besser zu machen, aber ich glaube nicht. Vielleicht Schnelligkeit, keine Ahnung. Jedenfalls weiter. Wir machen jetzt mal ein bisschen weiter, ne? Tifa ist ohne ein Wort von uns weggegangen, nachdem sie aufgewacht ist. Und ja. Barrett haben wir noch nicht gefunden, aber. Ja, da ist auch schon. Das war doch seine Stimme. Ja, hier war nicht zu überhören. Zusammen. Eins, zwei. Und ja. Ländchen. 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 Marlene! Bix! Wedge! Jesse! So ein Scheiß! Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Die
diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Aris doch gesagt. Aris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Hm. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Hey! Wo willst du hin? Naja, wenn ihr es jetzt gesagt hat, dann wird es ja wohl schon stimmen, ne? Und ja. Und Barrett ist jetzt in unserem Team. So, von hier sind wir gekommen, ne? No. Okay. Alles klar, dann gucken wir uns noch mal. Ich hätte vielleicht ihn auch mal hier was geben sollen, ne? Was du ja noch so für Ausrüstung Nietenreif, der ist doch bestimmt besser, ne? Ja, ne, Gottheckreit ist. Mehr Verteidigung, ja, ne. So, und um deine Dinge habe ich mich schon gekümmert. Na gut, dann nehme ich mal an, geht's jetzt nach. Wir sind ja in Sektor 5, ne? In Sektor 6. Slums von Sektor 6. Warte mal, da ist noch ein Weg, aber. Keine Ahnung. Ist nicht ausgegraut oder so, ne? Halt. Ist noch irgendwie so, ich gehe nochmal zurück. Weiß von da sind wir kommen, aber die Karte macht gerade irgendwie, weiß ich nicht, sieht so komisch aus. Vielleicht ist dann aber was, man weiß es ja nicht. Ja, ich nehme an, Cloud will jetzt zu Aeris Haus gehen, ne? Damit wir auch sicherstellen können, ob es Marlene gut geht, ne? Weil da hat ja, nehme ich mal an, Aeris Marlene hingebracht, ne? Und ja. Dann guck mal, wie es weitergeht. Ich wollte eigentlich schon im letzten Part irgendwie so sagen, dass eigentlich nicht mehr so viel von der Story übrig ist, aber dann haben wir wieder drei Parts hier auf dieser Platte verbracht, welche, weiß ich nicht, im Original so, weiß ich nicht, ein Part vielleicht gefressen hätte. Also je nachdem, wie die Sachen hier noch ziehen, kann das ja noch ganz schön lange dauern. Aber eigentlich ist nicht mehr so viel von der Story übrig in Midgar. Aber die Sachen, die noch übrig sind, die dauern ein bisschen. Und ja. Ich nehme an, wir geht irgendwann mal alles weg, weil hier ist noch alles ausgegraut. Ich weiß es nicht. So, wir gehen jetzt wahrscheinlich zum Walmart, ne? Der ist jetzt hier. Ja. Dann können wir hoffentlich die ganzen Schatztruhen, die wir bisher immer ignorieren mussten, einsammeln. Du mir, was hingeht? Zu Aeris Haus in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Aeris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten.
Und jetzt mal eiskalt Informationen raus, die man ja später erfährt. Und wieder warst du zu schwach. Oh, man hört sehr viel rotes Thema im Hintergrund. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. Okay, Barrett. Was ist los? Sie ist wirklich weg. Ich glaub's nicht. So, hey, bist du nicht? Nee. Wir haben geschlossen. Er hatte noch nie geöffnet. Ich nehme an, hier passieren auch noch einige Story-Sachen. Wir können nicht einfach hier so durchmarschieren, ne? Die Lage ist echt schwer. Wir sollten nicht rumsitzen und jammern. Mal schauen. Schleichen wir vorbei. Oh, okay. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. In Sektor 7 herrscht großes Chaos. Niemand wird was mitbekommen. So, wie sieht es jetzt hiermit aus? Immer noch nicht. So, hey. Hast du die Person gefunden, die du gesucht hast? Ja, dank dir. Gut. Dann verliere sie nicht noch einmal. Aber nicht einmal unser gepfändetes Haus. Warte mal, da ist ein Shop. Glaube ich, ja. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge. So. Darf ich so ein paar Megatränke hier kaufen? Also einen, damit ich 10 ab. Herzlichen Dank. Was das Problem ist, ehrlich gesagt, nicht irgendwie die Menge von Tränken, die wir haben, sondern weiß ich nicht. Im Kampf kannst du ja. Oh, da ist was, was ich schnell absuchen muss. Also, wenn ich die schon im Kampf einsetze, dann sollten die auch schon ordentlich heilen, weil sonst wäre Verschwendung. Weil ich tue ganz bestimmt nicht so einen normalen Heiltrag im Kampf einsetzen. Nichts. Bisher keine Meldungen. Oder bringt es dann ja nicht so. Aber ich hoffe, ich kann mich irgendwie mal umschauen irgendwann. Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Ja, unmöglich. Habt ihr sie? Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Ich meine, die gehen irgendwann auch hoffentlich weg, ne? Ich hoffe es jedenfalls. So, hier müsste eigentlich so eine Truhe sein, die war nicht öffnen konnten vorher. Außer diese Typen blockieren immer noch im Weg. Mir ganz schön auf die Nerven gehen würde. Nein. Dann ist auch hoffentlich hier irgendwas Gutes drin, ne? So. Mogelmedaille. Ja, da geht doch noch, glaube ich, würde ich sagen. Gut, dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja im Waffenshop auch eine neue Waffe. Am besten für Barrett, der hat schon der immer nur noch 2 Waffen. Ey. Aber den haben wir auch irgendwie zur Hälfte der Zeit irgendwie nicht in unserem Team. Deswegen, ja, aber ab jetzt ist er, glaube ich, mal durch in dem Team. Wenn ich mich irre, okay, ich kann auch gar nicht ein. Ich habe mal versucht, ob ich dahin gehen kann, aber kann ich nicht. Bisher keine Meldungen. Es gibt bestimmt Hunde. So, Materia Shop. So ein Mist. Sie könnten entkommen sein. Ja. Du willst hey, Dude. Materia kaufen? So. Nichts Neues, alles klar. Dann weiter. Wo auch immer weiter ist, wir gehen ja eigentlich hier. Oh, hi. Ah, nee, wir gehen doch raus aus Walmart. Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier?
Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davon gekommen. Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Wir müssen mehr herausfinden. Ich nehme an, hier ist auch nichts mehr, ne? Es ist ja auf einmal drin. Willst du eine Massage? Ich so, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Weiß nicht. Das war so eine merkwürdige Szene. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, diese Szene sollte irgendwie voll erotisch sein, aber ich finde sie nur merkwürdig. Wenn jemand in die Hand massiert wird und dann irgendjemand so vor am Stöhnen ist. Ach man, ich kann ja irgendwie nicht erkunden, ey. Ich wollte eigentlich zu diesen einen Typen hier hingehen, hier meine Gegner-Dingens hier abzuschließen, meine Gegner-Missionen, plötzlich wie die Dinger noch heißen. Wie es aussieht, müssen wir einfach durch. Aber wir müssen sowieso noch mal irgendwann jetzt zurück, glaube ich. Ja, definitiv. Wir müssen sogar gleich direkt wieder hier zurück, ne? Spoiler. Oh ja, die ist tot. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Wedge war unten in den Slums. Verstehe. Na, die sind alle mal so tot. Ja, unglaublich schwer, das nicht zu erwähnen. Über 40 Parts. Ja, irgendwie darauf hinzudeuten oder so, bis auf die letzte Folge. Aber ja. Ich glaube, ich habe schon sehr früh irgendwie aber darauf hingedeutet, weil ich mal gesagt habe, ja, ich habe meinen so, weiß nicht. Ja, das war schon später. Ja, doch, da war schon früher, glaube ich, als ich mal gesagt habe, ja, ich habe mal hier ein, zwei Parts von jemanden ja so angeschaut. Zu Final Fantasy 7 und die wussten nicht, wer Jesse, Bix und so was alles war. Weil halt keine Hauptcharaktere sind, ne? Und ja, ist klar, die nicht kennen, das sind nur Charaktere, die in den ersten Spielstunden auftauchen. Und weil die Leute keine richtigen Final Fantasy Fans sind, nehme ich an. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Klar. Hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Ja, sicher. Bird hat mehr TP. Gut. So. Da kommen wir wieder zu dem Dings hin. Da können wir wahrscheinlich sowieso nicht hin. Nee, alles klar. Ist wie in den Tales of spielen, aber sieht nicht so aus, als wäre da was Wichtiges. Und ich spare, wann mich einmal zurückschubst. Na gut, dann gehen wir einfach schnurstracks zu Sektor, aber ich bringen die alle durcheinander. Jetzt gehen wir aber zu Sektor 5, ne? Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall? Ja. Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an. Gib halt das Tempo vor. Na gut, dann renne ich. Dann renne ich. Und hey. Ich ja, wir sind ja schon da, sehe ich gerade. Bald mach nicht mal so eine Panik, ey. Ist es wahr, dass die Platte abgestürzt ist? Ja, Millionen sind tot. Armreif des Magier, der ist neu. Ach, guck mal hier, du kannst dir alle Sachen irgendwie holen, die vorher noch nicht hattest, ey. Ja, ich meine, du kannst dir Sachen holen, die du vielleicht verpasst hast. So, Armreif des Magiers. Ja. War jetzt eigentlich nicht, aber warum nicht? So. Nichts Neues, ja, ne, erstes war es, habe ich glaube ich bei ihm noch nicht nachgeguckt. Jeder braucht eine gute Waffe. Barrett, hast du da ausgerüstet, der Schussweste? Ja, da kann man glaube ich auch was Besseres geben, ne? Vitalität erhöht sich um 5. Vitalität scheint nicht Abwehr, doch, nee, doch Abwehr. Um 3 Punkte und ja, so schon was Besseres, ne? Wenn den Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger, wenn die TP wird bei 2, ne? Irgendwann kämpfen wir leicht auf, irgendwann erlebt einen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Dann ist eigentlich auch nicht schlecht, aber
Verbrauch von empfehligen Limitleiste auf. Tobsucht. Schützt während des Kampfes vollständig von der Gemarsch. Okay, Schutzweste daneben. Da wo ist dieser eine Chat-Leg-Typ, der ist natürlich wieder nicht hier. Aber da ist der Mogel-Shop, genau. Dann können wir auch noch mal abchecken. Vielleicht können wir jetzt neue Sachen holen oder Sachen, die wir noch nicht haben. Und warum ist das hier abgesperrt? Oh mein Gott. War nicht immer da. Wir sind noch alle voll, ne? Ja. Hey, da bist du ja. Hallo, Cloud. Schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Oh, ich weiß, du bist vielleicht geschockt und so, ne? Aber hier, lass dich aufheitern von meinem Angebot. Erstschlag. Stimmt, das haben wir von der Dings bekommen. Geringer ATB-Boost bei Kampfbeginn. Mittlerer ATB-Boost, hoher ATB-Boost bei Kampfbeginn. Ja, weiß nicht. Ist eigentlich nicht schlecht, aber... Ja, okay, ist gut da oben, ey. Wie die Folie am Stampfen war jetzt gerade. Ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, natürlich hast du das. Bitte sag mir, als irgendwann, was ich schon erledigt habe. So. Oh, guck mal. Ich habe sogar eine erledigt, glaube ich. Es ist dann von Gegner Analyse angewendet. Sämtliche Magiematerie meistern. Oh Gott. Okay, 12 Stück nur. Das ist doch nicht so schwierig. Das, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich bräuchte irgendwann mal irgendwas, was hoffentlich irgendwie Feindes können. Oh, ich krieg Feindes können. Oh, bitte. Bitte sag mir, das funktioniert genauso wie im Alten. Das ist meine absolute Lieblingsmaterie. Feines Können. Gewährt die Chance auf erlernte gegnerische Techniken, die erlitten werden. Die Techniken können nur angewandt werden, wenn die Materie ausgerüstet ist. Ja. Das ist sozusagen Blaumagie. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen. Oh, das ist geil. Feines Können direkt ausrüsten. Das bedeutet sozusagen. Ein Gegner setzt irgendeine Fähigkeit ein oder so. Und, ach, was nehme ich denn jetzt dafür raus? Das hier würde ich sagen. Kann ich dann aber auch sehen, was ich alles gelernt habe, weil sonst wäre ein bisschen doof. Genau, im Alten war das so, im alten Teil, also im Original, da hatten die Materien auch Sterne, ne? Je nachdem, wie viel gemeistert hat. Und, weil nicht, Feindes Können hatte irgendwie so 20 Sterne und jeder Zauber, den man gelernt hat, hat dir einen Stern für die Materie gegeben, damit du so gesehen hast, wie viel du schon so gelernt hast. Und ja, aber im Normalfall ist das immer so 3 oder 5 Dinger. Oder manchmal 2. Oder gar keine. So, geil. Das heißt, ein Gegner kann jetzt Magie auf mich anwenden, bestimmte Zauber. Und wenn das einer ist, den ich lernen kann, dann kann ich ihn selbst anwenden. Oh, ich liebe. Und das ist normalerweise Blaumagie, also Zauber, die Gegner einsetzen und die man selber lernen kann, wenn man davon getroffen wird. Man stiehlt sozusagen Zauber von Gegnern. Und das ist immer geil in Final Fantasy Spielen. Okay, in einigen Spielen ist das relativ schwach, glaube ich, aber in einigen Spielen ist das richtig geil. Auf Final Fantasy Tactics, ey. Bestes Game Boy One Spiel aller Zeiten. Weißer Wind, Goblin Hieb und so war alles, ey. Wirbelwind halbiert die AP von allen Gegnern. Und es war Final Fantasy Tactics, also haben solche Sachen immer funktioniert. Final Fantasy 9 hat, glaube ich, auch eine Blaumagierin, die hat irgendwie Gegner gegessen. Ich glaube, das war nicht so gut in dem Spiel. Final Fantasy 6 hatte auch einen. Ich finde immer geil, dann muss man sich, weiß nicht, ich finde immer geil, irgendwie alle Gegner irgendwie so abzuchecken. Oh, kann ich von dem lernen? Kann ich den Zauber lernen? Ich liebe Blaumagier. Oh.
gibt es leider immer weniger in Final Fantasy Spielen, in neueren, und ich ein bisschen schade finde. Aber damals haben die voll gerockt. Oh. So, ich nehme an, dieser Part ist jetzt eigentlich nur so ein, ja, wir beruhigen uns mal alle, wir haben jetzt einen kleinen ruhigen Moment, ne, um uns zu sammeln. Und mehr nicht. Marlene! Hilton! Okay, reg dich ab, Kollege. So, ich nehme jetzt mal einfach mal an, selbst wenn ich an Schatzturnier vorbeikomme, die ich noch nicht geöffnet hätte, die tun sich nicht noch mal auffüllen, ne? Einige Spiele haben das so gemacht in Final Fantasy. Du hast eine Truhe gesehen, wenn du irgendwann später irgendwie dazu gekommen bist, um die zu öffnen, dann haben die irgendwann wertvolle Sachen gehabt. Aber hier nehme ich mal an, läuft das nicht so, ne? Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett. Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosa an. Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Okay. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Boah. Ich geh erstmal zum Kühlschrank. Ja, tut mir leid wegen ihrer Tochter, ne? Am besten, ihr geht auch nach oben. Ja, aber sie konnten mich ja sowieso schon von Anfang an nicht leiden, ne? Also, das hat jetzt den Baden auch nicht schlimmer gemacht, oder? Marlene, ein Glück, du lebst. Oh, da war eine Truhe im Zimmer. Eris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Eris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten... War sie so hilfsbereit? Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft, richtig? Hat Eris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Eris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber... Ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Eris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter.
meinen Mann, war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aeris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein, wir verstanden uns gut. Ihr Kleiner war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ach. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie. Dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aeris aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Deine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh, huh? Ja! Nein, geh weg! Aeris? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Aeris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind, alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Aeris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Aeris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn... zu oft wusste Aeris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Aeris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist ja richtig, dass sie ihnen mich auch ein bisschen gefragt. Nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf. Wenn ich jetzt auch noch Aeris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Aeris Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wir reden von den gleichen Leuten, die eine Platte auf andere wieder prasseln ließen. Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Na gut, aber ich würde sagen, das war's für mich für heute in diesem Part.
Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.